Der Flory-Hawkins-Koeffizient ist ein wichtiger Bestandteil von der Flory-Hawkins-Theorie, was ich euch heute erklären werde. Zuerst werde ich in der Einleitung erklären, was denn überhaupt die Flory-Hawkins-Theorie ist. Dann werde ich eine Konzeptfrage darstellen, damit das alles verständlicher wird. Dann werde ich die möglichen Antworten diskutieren. Und am Ende werde ich eine Zusammenfassung machen. So, was ist denn überhaupt die Flory-Hawkins-Theorie? Also, sie gibt an, wie sich zwei Komponenten, zum Beispiel Komponent A und Komponent B, in einer Mischung verhalten. Und sie beschreibt diese Mischung thermodynamisch. Die Flory-Hawkins-Gleichung gibt an, wie stabil eine Mischung ist oder wie instabil. Wir haben hier die Gaskonstante, die Temperatur, das sind die jeweiligen Volumenanteile für Komponent A und Komponent B. Dann haben wir Xi, der Flory-Hawkins-Koeffizient, was ja im Video erläutert wird. Das ist die Flory-Hawkins-Kurve, oder auch ja Phasendiagramm genannt. Wir haben hier draußen, halt diese Kurve außerhalb, ist die Binodale und innerhalb ist die Spinodale. Alles unterhalb der Binodale ist halt die Mischung aus Komponent A und Komponent B. Also ist ein heterogener Bereich. Und außerhalb der Binodale ist alles homogen. Und gasförmig haben wir hier oben. Hier haben wir reines Komponent A und reines Komponent B. Und hier sehen wir, dass die Mischung halt, oder halt eigentlich sind das ja die homogenen Bereiche, am stabilsten sind. Der Flory-Hawkins-Koeffizient, der gibt an, halt wie sich die Moleküle denn in einer Mischung verhalten, weil es gibt ja Kräfte, die wirken zwischen diesen Molekülen und das kann man mit dem Flory-Hawkins-Koeffizient dann wiedergeben. In einem reinen Stoff haben wir nur Interkomponentenkräfte zwischen den Molekülen, aber bei einer Mischung haben wir zusätzlich die Interkomponentenkräfte. Und der kann ja gemessen werden. Das werde ich weiter später halt erklären. Wenn die Interkomponente und die Intrakomponentenkräfte gleich sind, dann haben wir eine ideale Lösung. Wenn die Interkomponentenkräfte größer sind als die Interkomponentenkräfte, dann verhalten sich die Komponenten sympathisch zueinander. Und wenn das nicht der Fall ist, dann verhalten sie sich unsympathisch zueinander. So wie gesagt, kann man der Flory-Hawkins-Koeffizient messen, und zwar mit dieser Gleichung. Das hier sind die Interkomponentenkräfte und das die Interkomponentenkräfte. So, die Frage lautet, Mischungen mit positivem Flory-Hawkins-Koeffizient sind ideale Mischungen, exotherme Mischungen oder endotherme Mischungen? So, wir betrachten jetzt die einzelnen Fälle getrennt. Und zwar, also, was passiert denn eigentlich bei einer idealen Mischung? Also, in einer idealen Mischung sind die zwei Komponenten, die unterscheiden sich weder enthalpisch noch entropisch. Und wie gesagt, die Interkomponentenkräfte sind gleich die Intrakomponentenkräfte. Da die Komponenten, die ich miteinander mische, unterscheiden sich ja von der Wärme halt nicht, die haben die gleiche Wärmeanteil oder so, dann gibt es keinen Wärmeaustausch. Die Mischungsenthalpie ist gleich Null. Die freie Mischungsenthalpie ist ein Maß für die Menge an Energie, die in ein System erhalten ist. Die Energie des Endzustands ist immer gleich die Summe der einzelnen Energien laut der Hessischen Regel. Die Entropie nimmt immer zu. Die Entropie ist ein Maß für die Unordnung oder für das Chaos. Das Volumen der Mischung nimmt auch nicht zu. Es gibt ja keine Volumenzunahme oder Abnahme. Und die Stabilität nimmt zu. Die Stabilität immer bei Mischungen nimmt zu, weil es wird ja immer unordentlicher. Die Entropie nimmt zu, also die Stabilität nimmt zu. Also hier haben wir wieder die Gleichung, mit der wir die Flory-Hawkins-Koeffizient messen können. Und bei einer idealen Lösung haben wir gesagt, die Interkomponentenkräfte sind gleich die Interkomponentenkräfte. Das heißt, diese Klammer wird 0. Und wenn ich irgendwas mal 0 multipliziere, dann wird alles 0. Das heißt, mein Flory-Hawkins-Koeffizient ist gleich 0. Okay, jetzt. Was passiert bei einer exothermen Mischung? Also, exotherm bedeutet rein chemisch, dass es Wärme abgegeben wird an die, halt nach außen.
dass die Enthalpie ist immer negativ. Das heißt, dass halt meine Mischungsenthalpie 1 ist immer größer als halt die von Komponente 2. Entschuldigung. So. Die Komponenten verhalten sich sympathisch zueinander und die Florey-Huggins-Koeffizient ist kleiner 0, also negativ. Bei einer Endotherm-Mischung ist das eigentlich genau andersrum. Endotherm bedeutet, dass es Wärme immer aufgenommen wird. Also die Reaktion läuft nicht von alleine, sondern braucht Wärme und Energie. Und meine Enthalpie ist immer positiv, weil die Enthalpie von Komponent zum Beispiel B ja, kleiner ist als die von Komponent A.